Hallo und herzlich willkommen. Ich weiß, diese Woche geht es Schlag auf Schlag. Erst hört ihr einen Monat lang gar nichts von mir und dann plötzlich drei Videos innerhalb von 3 Tagen. Aber ich habe euch ja versprochen, wenn es etwas Berichtenswertes gibt, dann melde ich mich. Und es gibt etwas. Es geht mal wieder um das leidige Thema Ionity. Für alle, die es nicht wissen, ganz kurz, Ionity ist ein großes Ladenetzwerk europaweit, wurde gegründet von den deutschen Herstellern BMW, Daimler, Volkswagen und Ford. Und ist ein ausgezeichnet ausgebautes, sehr potentes Ladenetzwerk, wie gesagt, europaweit. Der Normalpreis, also der Preis, den alle Normalsterblichen bei Ionity zahlen, sind stattliche 79 Cent pro Kilowattstunde. Es gibt aber die Möglichkeit, entweder über manche andere Fahrstromanbieter, zumindest aber wenn ich ein Fahrzeug der Marken eben BMW, Mercedes aus dem Volkswagen-Konzern gekauft habe, bekomme ich von dem jeweiligen Hersteller eine Ladekarte. Gibt es verschiedene Abo-Modelle, die dann mit einem gewissen monatlichen Grundpreis den Preis pro Kilowattstunde bei Ionity drücken. Das ist dann so irgendwas zwischen 45 und 50 Cent. Ich habe kein solches Fahrzeug, daher weiß ich es nicht genau. Alle anderen, wie gesagt, sind auf diesen Megapreis von 79 Cent angewiesen. So. Oder zu diesem Preis verdonnert, müsste man besser sagen. Nun gab es so in der zweiten Jahreshälfte die Meldung, dass die Hyundai Motor Group, zu der eben Hyundai und Kia als Marken gehören, dem Ionity-Konsortium ebenfalls als vollwertiges Mitglied beigetreten sind. Und natürlich kam die Hoffnung auf, ja toll, jetzt werden Hyundai und Kia auch ihre eigenen Ladekarten rausbringen mit entsprechenden Abo-Modellen, sodass ich auch bei Ionity zu einem halbwegs erträglichen Tarif laden kann. Jetzt kam am 5. November die Pressemeldung von Kia, dass eben die Hyundai Motor Group vollwertiges Mitglied war. Habe ich ein paar Tage später gesehen und gestern habe ich dann mal der Kia-Pressestelle in Österreich geschrieben, was denn jetzt da sei. Gäbe es ein Lademodell und so weiter. Ich habe dann auch sehr schnell innerhalb von ein paar Stunden eine Antwort bekommen. Ja, das Ganze nennt sich Kia Charge. Da gibt es 3 Tarife. Also einen kostenlosen und einen mit einem monatlichen Grundbetrag. Und siehe da, wenn man sich anschaut, der Preis bei allen 3 Tarifstufen für Ionity ist 79 Cent pro Kilowattstunde. Das lasse ich mal sacken bei euch. Dann kann man sich doch wirklich fragen, ja, ist das vielleicht ein schlecht gemeinter Witz oder was soll das? Jetzt zahlen wir da schon monatlich und bekommen die Preise, die jeder dahergelaufene Kunde eh bei Ionity bekommt. Wozu musste dann Kia vollwertiges Mitglied werden, wenn wir eh nur die 79 Cent weitergeleitet bekommen? Zusätzlich zu dem kommt dann noch eine weitere Frechheit. Die normalen AC- und DC-Ladepreise bei den beiden unteren Tarifstufen ist es so, da steht individuelle Preisgestaltung. Sprich, da kriegt ihr irgendwelche Preise. Bei dem höchsten, bei dem mit 7 Euro monatlich, sind sie fixiert. Und da schau her, die Preise gehen pro Minute. Mal wieder die österreichische Unart, man rechnet nicht pro Kilowattstunde, sondern pro Minute ab. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es Kia auch in einer Antwort geschrieben. Ich kann nur jedem, zumindest in Österreich, herzlich davon abraten, dieses Kia-Angebot anzunehmen. Es bringt überhaupt nichts. Bei AC- und DC-Laden bekommt ihr im Zweifel von eurem heimischen Energieerzeuger einen besseren Tarif als den von Kia. Und wegen Ionity müsst ihr euch gar keine Gedanken machen, weil die 79 Cent bekommt ihr auch ohne die Kia-Ladekarte. Da könnt ihr einfach über die Ionity-App einmal sich registrieren und laden. Da bekommt ihr den Preis genauso. Also es geht leider weiter mit diesem Preischaos und dieser völlig intransparenten Preisgestaltung. Ich hätte euch jetzt gerne etwas Positives berichtet. Ach ja, es gibt noch eine weitere Negativnachricht. In meinem Livestream vor 2 Monaten habe ich ja gesagt, es gäbe von Plug Surfing ein sehr interessantes Abo für, glaube ich, 16 Euro im Monat, das monatlich kündbar war für Deutschland, wo man dann sehr günstig bei Ionity laden konnte. Dieses Abo ist plötzlich verschwunden. Ich weiß nicht, seit wann es das nicht mehr gibt, aber das ist auf einmal verschwunden. Also für die Österreicher, die in Deutschland bei Ionity laden wollen, ist es momentan wirklich, wirklich mühsam. Was ich nicht rausgefunden habe, weil mich die deutsche Kia-Seite nicht dorthin gelassen hat, wie Kia Charge Deutschland die Preise bei Ionity gestaltet. Da wäre ich dankbar, wenn jemand bei euch aus der Community in die Kommentare mal reinschreiben würde, was dort so ist, ob da auch die 79 Cent gelten oder ob Kia Deutschland andere Preise verlangt. Das wäre dann eigentlich die
doppelte Frechheit. Also wenn dann Österreich und Deutschland getrennt behandelt würden, ohne ersichtlichen Grund, das würde ich dann wirklich nicht mehr verstehen. Ja, wir werden sehen, was mit Ionity in Zukunft passiert. Irgendwas muss ja mal besser werden da, weil so kann es nicht bleiben. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine wunderschöne Woche.